Ich bin Marc DePuls, Label-Owner von Yamon Records, ansonsten als DJ und Produzent tätig. Als ich schon angefangen habe, Musik zu produzieren, wollte ich schon immer ein eigenes Label machen und hatte immer den Wunsch und den Traum, meine eigene Musik da zu veröffentlichen, was ich selber steuern kann. Ich habe dann genau vor 10 Jahren angefangen, und mittlerweile 11 Jahre, erstmal auf Vinyl und dann später halt ist ein Fokus aufs Digitale gelegt. Ein Label zu gründen war vor ca. 10, 15 Jahren deutlich schwieriger, weil du musstest erstmal einen gewissen Invest herstellen. Das heißt, für jede Platte erstmal ein gewisses Budget generieren mit diesen Verkäufen dann. Du bist dann bewusster vorgegangen. Heutzutage ist es natürlich leichter, digital etwas umzusetzen. Plus damals waren die Markteintrittshürden deutlich höher. Yamon Records hat halt über die Jahre schon ganz, ganz viele Styles betreut oder begleitet und wir hatten halt begonnen mit Deep House, wir hatten Tech House, wir hatten, damals hatten wir noch Electro House, früher hat man das so genannt, dann wurde daraus später Melodic Progressive und mittlerweile seit circa 4, 5 Jahren sind wir sehr, sehr stark im Bereich Indie Dance vertreten. Das ist jetzt auch so die Musik, die ich verkörpere, die ich in meinen Sets lebe und spiele. Wie die ganzen Sachen zum Beispiel in 5 oder 10 Jahren dann heißen, wie man es dann nennen wird, keine Ahnung. Aber ich bekomme sehr, sehr viele Demos. Ich beobachte den Markt sehr, sehr gut. Das heißt, ich schreibe auch Künstler aktiv und Künstlerinnen aktiv an, mir Musik zu senden von Acts, die mir wirklich imponieren, wo ich jetzt Bock drauf habe, wo ich auch das Gefühl habe, das könnte sehr, sehr gut passen. Meistens passt das dann auch sehr, sehr gut. Mein Ziel ist es natürlich auch immer nur, die Musik zu sein, die ich persönlich mag. Also die Philosophie dahinter ist im Grunde, dass ich mich jetzt nicht von irgendwelchen Namen oder Reichweiten lenken lasse, sondern lediglich, es geht einzig und allein um die Musik. Also ich bin mit euch schon seit vielen, vielen Jahren verbunden. Ich hatte damals noch einen Subvertrieb, der an euch bereits angeschlossen war. Deswegen kannte ich schon die Abläufe und kannte auch schon teilweise das Team. Und ich hatte mir dann zur Pandemiezeiten überlegt, wie ich das als komplett neu aufstelle. Ich hatte ja vorher, in den ganzen Jahren davor, nicht so viele Releases. Dann waren meistens so 5 bis 6 im Jahr. Und als die Pandemie kam und wir ja mehr oder minder gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, hatte ich dann schon den Fokus darauf gerichtet, alle 14 Tage, alle 3 Wochen etwas zu veröffentlichen. Und in dem Zuge hatte ich dann den Vertrieb gewechselt, bin also quasi vom Subvertrieb direkt zu euch angeschlossen worden. Und ja, das war bis heute die absolut richtige Entscheidung. Für mich als Labelchef oder als Label-Owner ist es extrem wichtig, dass ich immer einen Ansprechpartner habe, dass ich also wirklich tagsüber auch jemanden erreichen kann, schnell jemanden erreichen kann. Und natürlich darüber hinaus, es geht darum, Features zu generieren, Pitches bei Spotify, bei Beatport, Banner zu organisieren, Playlist-Entries und so weiter. Dabei hilft mir Dicknis extrem. Das ist extrem viel Arbeit im Backend, auf die ich dann quasi zurückgreifen kann, auf eure Expertise logischerweise, auf eure Erfahrung, auf eure Kontakte. Und das nimmt mir ganz, ganz viel Arbeit ab und das ist einer der Hauptgründe. Und ja, ich fühle mich super wohl, verstehe mich mit allen von euch super gut und es ist wie eine kleine Familie. Und das ist gut, dass man sich so ein Netzwerk aufbaut über die Jahre, wo man halt so eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Und genau. Yamon wird jetzt bald 100 Releases alt. Die 100 kommt jetzt im April, glaube ich, April 24. Und das wird für mich ein Release sein. So, das Ziel ist im Grunde, dass die Marke weiter aufgebaut wird, dass der Brand sich etabliert. Und ich merke es jetzt schon, dass mir große Künstlerinnen, Künstler und auch Managements ihre Demos schicken. Das ist schon irgendwie so ein Zeichen und irgendwie auch kann ich stolz sein, dass das Label gut angenommen wird.